Ja, hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute machen wir mal wieder was Leckeres für aufs Brot. Und zwar gibt es einen mediterranen Feta-Aufstrich. Der ist sowas von lecker, kann ich euch sagen. Wir brauchen nur ganz wenige Zutaten und er geht rucki zucki. Deswegen lasst uns einfach schnell loslegen. Viel Spaß beim Video! Alle Infos zu diesem Rezept setze ich euch unten in die Infobox. Alle Zutaten schreibe ich euch rein, damit ihr sie euch ganz in Ruhe zusammenrichten könnt. Und das Rezept ist für 8 Portionen. Also ihr könnt euch damit 8-mal ein leckeres Brötchen oder ein Brot schmieren. Und wir brauchen jetzt folgende Zutaten, es sind wirklich nicht viele. Einmal eine Knoblauchzehe, dann etwas Petersilie, dann etwas Feta-Käse, Kräuterfrischkäse, Salz und Cayennepfeffer. Und das war's schon. Also wie gesagt, das ist wirklich, eigentlich hat man meistens die Zutaten zu Hause. Und wenn nicht, braucht man vielleicht 2 frische Zutaten, den Feta-Käse und den Kräuterfrischkäse. Und die anderen Sachen hat man eigentlich wirklich immer daheim. Und wir fangen an, und zwar geben wir eine Knoblauchzehe in den Mixtopf, die wird jetzt gleich zerkleinert, zusammen mit so einer Handvoll Petersilie. Ist ein bisschen weniger wie ein halber Bund, einfach nur die Petersilie abgezupft, also nicht die Stiele. Die habe ich weggelassen, natürlich auch gut abgespült vorher und trocken getupft. Und das Ganze zerkleinere ich 3 Sekunden auf der Stufe 8. Alles ist schön klein, das meiste hängt jetzt am Rand. Deswegen schieben wir das einfach einmal mit dem Spatel runter. Die frische Petersilie, das riecht schon richtig lecker. So. Und geben 200 Gramm Feta-Käse dazu, den habe ich schon in größere Stücke gebrochen. So, 200 Gramm kommt einfach dazu. Nochmal gut auskratzen das Schälchen und wird ebenfalls zerkleinert. 5 Sekunden auf der Stufe 4. So. Feta-Käse ist schön zerkleinert. Jetzt gebe ich 200 Gramm Kräuterfrischkäse mit dazu. Habe ich mir vorher natürlich schon abgewogen. Wenn ihr jetzt keinen Kräuterfrischkäse zu Hause habt, könnt ihr auch den Naturfrischkäse wählen. Das ist auch nicht so schlimm. Dann müssen wir jetzt ganz vorsichtig mit dem Salz sein, weil je nach Feta-Käse ist der Feta-Käse ja auch schon relativ gut salzig. Deswegen mache ich jetzt nur eine Prise einfach dran und werde ganz zum Schluss abschmecken, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen nachsalzen muss. Und es kommt eine gute Prise Cayennepfeffer mit dazu. Also wer es da ein bisschen mit mehr Wumms haben möchte, sollte da ordentlich reingeben. So, und das Ganze wird jetzt nochmal 10 Sekunden auf der Stufe 3 vermischt. Ja, und damit ist unser mediterraner Feta-Aufstrich schon fertig. Schaut mal, so sieht er aus. Riecht richtig lecker. Jetzt wird aber natürlich noch abgeschmeckt. Ich glaube, ich brauche gar kein Salz mehr. Ich muss noch mal testen. Der ist wirklich so lecker. Also für meinen Geschmack fehlt da nichts. Der Knobi kommt richtig schön durch. Cayennepfeffer, auch so eine leichte Schärfe. Also richtig, richtig lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ihr könnt diesen Aufstrich natürlich auch auf Cracker geben und damit naschen. Oder mit Brotstängelchen, mit Grissini, genauso. Ihr könnt es auch gut zum Grillen nehmen, wenn ihr mal keine Grillbutter da habt. Das passt auch wirklich hervorragend.
Und ansonsten könnt ihr es natürlich zum Frühstück, zur Brotzeit, zum Abendbrot, wie auch immer, auch mal auf ein Steak drauf tun als Kräuterbutterersatz. Also ist es wirklich so universell einsetzbar und richtig, richtig lecker. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es unbedingt aus. Ich werde meinen Aufstrich jetzt noch umfüllen in ein schönes Schälchen, das ich dann auch gut im Kühlschrank aufheben kann. Natürlich muss der Aufstrich kühl aufgehoben werden. Da hebt er dann 1-2 Wochen. Ihr müsst mal schauen. Also, mein Lieben, probiert ihn gerne aus. Ich hoffe, euch hat dieses Rucki-Zucki-Rezept gefallen. Das war heute ein wirklich kurzes, ein richtig knackiges Rezept. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Probiert ihn sehr gerne aus. Lasst mir wieder Feedback in den Kommentaren da. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Tschüss.